Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf die Überholspur. Du weißt ja, seit Juli 2024 müssen in den Autos, die neu ausgeliefert werden, gewisse Assistenten drinnen sein. Elektronische Helferlein sozusagen. Wir haben jetzt ein Auto bekommen vom Autohaus Staber, einen neuen VW Golf 8 Kombi und der hat diese Assistenten und wir haben sie für euch einmal getestet. Vielleicht der wichtigste Assistent, der seit Juli 2024 in Autos Pflicht ist, ist der sogenannte Geschwindigkeitswarner. Dieser soll ihn oder sie warnen, wenn der Fahrer oder die Fahrerin die Geschwindigkeit, die dort zulässig ist, auf der Straße überschreitet. Nur wir haben uns angeschaut, funktioniert das überhaupt? Und vor allem erkennt das Fahrzeug gewisse Verkehrszeichen. Und da sind wir relativ bald an unsere Grenzen gestoßen. Aber der Reihe nach. Grundsätzlich einmal funktioniert das sehr gut. Wir haben eine Verkehrszeichenerkennung, die eben aufgestellte Verkehrszeichen erkennt und am Display anzeigt. Das heißt, es weiß der Fahrer oder die Fahrerin immer, wie schnell an der betreffenden Stelle denn erlaubt ist. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn die Verkehrszeichen schlecht oder falsch aufgestellt sind. Ein typisches Beispiel ist die Ortschaft Ebenthal. Du kennst das, wir haben auch ein eigenes Video darüber gemacht, das habe ich dir hier oben verlinkt. Wenn du nach Ebenthal reinfährst, hast du ja die Ortstafel Ebenthal plus eine Zusatztafel 30er Zone, aber auf gewissen Straßen ist dieser 30er eben ausgenommen, zum Beispiel auf der L100, 100A, 100B und so weiter. Wenn wir jetzt nach eben da reinfahren, dann sind wir auf einer dieser Straßen, die eben ausgenommen ist, trotzdem zeigt uns das Fahrzeug an, dass wir nur 30 fahren dürfen. Ganz kurios ist es übrigens bei unserem Übungsplatz. Wenn wir zum Übungsplatz hinfahren, dann wird da mal ein 40er angezeigt. Das gibt es in ganz Klagenfurt nicht. Ich weiß nicht, woher das Auto diese Informationen hat. Und wenn wir dann zu unserem Übungsplatz einbiegen, dann wird plötzlich eine 20 km/h Beschränkung angezeigt. Das ist dort nirgendwo verordnet und wir können ganz normal 50 fahren. Was passiert jetzt, wenn der Fahrer oder die Fahrerin die Geschwindigkeit überschreitet? Da haben wir uns auch Sorgen gemacht, dass dann sehr laut ein Alarm ertönt, ein Piepston, so wie wenn man nicht angeschnallt ist. Aber die Realität schaut zum Glück ein bisschen anders aus. Wenn man bis zu 3 km/h drüber ist, macht das Fahrzeug gar nichts. Wenn man mehr als 3 km/h drüber ist, dann erscheint neben der Anzeige im Cockpit ein Rufzeichen, das heißt, man ist zu schnell. Und erst wenn man länger schneller fährt, dann kommt ein Warnton. Wir haben ihn hier, ich hoffe, man hört ihn. Er ist ganz dezent und würde den Fahrer oder die Fahrerin darauf aufmerksam machen, dass hier eben die Geschwindigkeit überschritten wurde. Wir haben die Geschwindigkeit hier bitte überschritten in Ebenthal. Da, wo ich früher gesagt habe, hier gilt eigentlich 50, das Fahrzeug zeigt aber 30 an und natürlich auch wird dieser Alarm ausgelöst. Wir haben uns das dann auch angeschaut bei einer Baustelle, wo also Verkehrszeichen aufgestellt sind, die regulär nicht dort stehen. Und auch da ist es spannend, nämlich beim Flughafen hinten, wo die neue Justizvollzugsanstalt gebaut wird. Hier steht ein 50er, das wird perfekt erkannt von der Verkehrszeichenerkennung. Wenn die Baustelle dann vorbei ist, dann wird wieder eben 100 km/h angezeigt. Wir haben uns dann aber auch angeschaut, was ist denn, wenn man von einer Seitenstraße zu dieser Baustelle dazukommt. Und hier hat das System nicht ganz funktioniert. Also man kommt dazu, es wird diese 50 km/h, du siehst das vorne links und rechts, gilt eben 50. Es wird erkannt, es zeigt am Display auch 50 an, aber sobald man ein paar Meter weiterfährt, zeigt er wieder diese 100 km/h an, die dort jetzt aber nicht erlaubt sind. Was heißt das für uns jetzt? Diese Geschwindigkeitszeichenerkennung oder Geschwindigkeitswarnung ist eine große Hilfe, auch bei der praktischen Führerscheinprüfung, aber verlassen darf man sich darauf leider nicht. Man ist als Fahrer oder als Fahrerin natürlich immer noch selbstverantwortlich. Man müsste auch Strafe zahlen und kann sich nicht darauf ausreden, dass die Verkehrszeichenerkennung eben in diesem Fall nicht funktioniert hat. Was wir dann auch ausgetestet haben, war dieser Notbremswarnassistent. Das heißt also, das Fahrzeug warnt uns zum Beispiel, dass vorne ein Fahrzeug runtergebremst hat oder zum Stillstand gekommen ist und wir schon relativ spät dran sind mit dem Bremsen. Wir haben das zuerst bitte am Übungsplatz getestet, damit wir also hier nicht in einen Unfall geraten und haben es aber dann in der Realität auch ausprobiert. Dieses System funktioniert sehr gut. Es warnt uns rechtzeitig, dass vorne ein Stau ist, dass wir also relativ rasch bremsen müssen und dass wir schon relativ spät dran sind mit dem Bremsen. Dieser Warnton ist sehr eindringlich und spätestens dann sollte man eben reagieren. Wir haben es jetzt nicht drauf ankommen lassen. Es gibt ja bei dem Fahrzeug auch einen Notbremsassistenten. Also das haben wir uns nicht getraut, dass wir das Fahrzeug
Es hat 130 Kilometer drauf, also ganz ein neues Fahrzeug. Das haben wir nicht getestet, sondern haben wirklich dann das Fahrzeug zum Stillstand gebracht. Nicht, dass irgendwas passiert, dass wir das neue Fahrzeug eben schon zerstören. Die Frage ist, das haben wir noch nicht geklärt, wenn bei der Prüfung dieser Stauwarner eben aufleuchtet, ob das ein Fehler ist, dass man eben nicht vorausschauend gefahren ist. Wir sind ja eh sehr vorsichtig unterwegs und da wird das eher nicht passieren. Diese Assistenten kann man auch ausschalten. Beim Geschwindigkeitswarner ist es allerdings so, dass man den jedes Mal nach jedem Neustart neu deaktivieren müsste. Grundsätzlich kann man sagen, diese Assistenten helfen uns. Darauf vertrauen dürfen wir nicht. Wir sind immer noch der Chef im Fahrzeug oder die Chefin natürlich. Und wir geben die Befehle ein, die das Auto machen soll. Sie sind eine Hilfe, aber wie gesagt, sie haben noch ihre Schwächen. Das wird sicher mit der Zeit besser werden. Derzeit ist es eben so, vor allem wenn Verkehrszeichen nicht ordnungsgemäß aufgestellt sind, dass sich das Auto dann schwer tut. Wenn Verkehrszeichen ordnungsgemäß aufgestellt sind, dann funktionieren diese Systeme sehr gut. Wenn auch du Erfahrungen hast mit technischen Helferlein, lass uns einen Kommentar da, wie es dir gegangen ist. Wenn dir diese Videos gefallen, lass uns ein Like da, abonniere den Kanal. Erzähl weiter, dass es uns gibt, das würde uns ein bisschen Reichweite bringen. Dafür sind wir dir sehr dankbar. Bis zur nächsten Woche, zum nächsten spannenden Thema. Bis dahin, schön rechts fahren.